Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Ja. Und zu einer neuen Location. Hier befindet sich jetzt mein neuer Arbeitsplatz in diesem Raum und ich habe ja die letzten Tage umgebaut, deswegen habe ich auch nicht viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Ich wollte ja eigentlich die ganze Woche über irgendwelche Reviews raushauen, aber das hat halt nicht geklappt, weil halt der Umbau dazwischen kam. Deswegen dauert auch das nächste für die Feedbacks und Filmfans da draußen, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich war abends platt und habe echt keine Lust mehr gehabt, Filme zu schauen. Da wäre ich eh nur bei eingepennt. Ne? Aber jetzt ist das Ding hier durch und jetzt mache ich mich wieder dran, hier für den Kanal ein bisschen was zu tun. Und aktuell habe ich jetzt hier eine Review für euch von einem Album, das ich schon in schriftlicher Form für Metal Only rezensiert habe. Aber ich möchte da noch ein bisschen andere Sachen, noch ein paar mehr Sachen dazu sagen. Hier in Videoform für die, die schriftlichen Dinger ja auch gar nicht lesen vielleicht. Es geht um die Band Valdemar oder Valdemar mit dem neuen Album Straight to Hell. Übrigens, falls ihr schnaufen hört, Walter ist da, also mein Hund. Auf den passe ich gerade auf. Valdemar kommt aus Spanien. Baracaldo, baskisches Reich, Basque Country, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die aktiv seit 1999 und machen laut Metal Archives Power Metal. Ich würde sie eher kategorisieren in den Heavy Metal Bereich. Mit, ja, auch mit Power Metal Einflüssen, klar. Aber auf jeden Fall sind die sehr stilistisch teutonisch, ja. Sie erinnern halt stark an gewisse Bands wie zum Beispiel Running Wild, Gravedigger, Accept und Co. Sind auch so ganz starke Einflüsse, würde ich sagen. Teilweise allerdings noch ein bisschen mehr mit Speed dahinter. Ja, mit wirklich schnellen Titeln dabei. Wir haben hier das sechste Studioalbum. Das erste war Fight to the End und ich kenne die auch schon seit diesem Album, habe aber nichts sonst von denen im Regal stehen. Es hat sich irgendwie nie ergeben, dass ich was von denen gefunden habe. Ja, ich weiß, man kann es online bestellen. Da habe ich aber jetzt nicht irgendwie die Intention gehabt die ganzen Jahre und ich bin ja doch eher der Typ, der in den Laden geht und da eine CD mitnimmt. Und ja, also erstmal gab es 2001 eine Demo und dann halt das erste Album 2002. Es folgte eine Split 2003 und im selben Jahr, also auch 2003, das zweite Album I Made My Own Hell. Dann kam das Album Metal of the World 2010, also erst 7 Jahre später und dann nochmal 3 Jahre später das vierte Album Shadow of Combat. Es folgte 2017, folgten gleich 3 Streiche, einmal eine Compilation, dann eine EP und dann ein neues Album namens Against All Kings. Und 2017 wollte ich die Against All Kings auch neu kaufen. Hatte ich da schon Album-Rezensionen gemacht? Ich meine, ich hatte mich so geärgert, ich konnte die nicht rezensieren, weil die einfach nirgendwo zu kaufen war. Ja. Wobei ich 2017 auch noch nicht so meine Shop-Quellen hatte. Ich war ja noch eisern bei so gewissen bekannten Online-Portalen unterwegs, was Kaufen angeht, die teilweise ja auch gerne eigenhändig angeblich ihre Release-Termine verschieben. Ja, jeder Hans und Franz, der die Alben übers Label oder über die Band selbst bezieht, hat sie schon, die Alben. Und wenn du sie über ein großes Versandhaus kaufst, dann steht da einfach Release-Date eine Woche später als eigentlich offiziell. Ja, alle haben das schon und winken damit in die Fotos auf Facebook rum. Hallo, ich habe das neue Album von Valdemar. Ja, nee, kann ja nicht sein. Laut dem großen Versandhaus, da kommt die doch erst in einer Woche. Ja, die kriegen sie halt nicht geschissen, rechtzeitig die CDs ranzukriegen, die Pfeifen. Ja, aber gut. So. Deswegen kaufe ich inzwischen viel, viel lieber bei den Bands selbst. Es folgte auf jeden Fall erstmal 3 Jahre nichts und dann kamen jetzt 2 Singles und halt das neue Album raus, Straight to Hell. Und ich habe tatsächlich bei dem großen Versandhaus dieses Album dann gefunden und dachte mir, jetzt schlägst du zu und bestellst das Ding sofort. Ja, ich habe auch nicht rausfinden können, ob es hier andere Editions mit Bonustracks oder so gibt. Keine Ahnung, ist nichts zu finden. Jedenfalls, ja, ich bin halt auch nicht sehr, ich auch nicht der Beste in Recherche, was sowas angeht, aber naja, gut. Ja, und jetzt habe ich endlich ein Valdemar-Album in physischer Form in der Hand. Kurios finde ich hier am Cover, da komme ich aber gleich nochmal, wenn wir über... Oh, das können wir ja eben schnell machen. Ja, nee, machen wir nicht. Wir machen erstmal hier die Members. Die Band setzt sich aus 5 Mann zusammen.
Und zwar ein Mikrofon, und das ist auch das, ja, also ja, Rhythmusgitarre und Mikrofon, muss man dazu sagen. Carlos Escudero, und das ist auch das Ikonischste an dieser Band. Und da komme ich dann auch zum ersten stilistischen Vergleich. Allerdings werden da jetzt nicht mit der Band, die ich euch nenne, jetzt vielleicht nicht so viele Leute was mit anfangen können. Es sei denn, ihr seid Hardcore Running Wild Fans. Es gibt nämlich eine Band, die heißt X-Wild. Bei denen singt ein Mann, der heißt oder nennt sich Frank Knight. Der ist jetzt irgendwo bei so einer Hardrock-Band gelandet. Und ja, diese drei Alben, die bei X-Wild entstanden sind, gehören für mich mit zum Geilsten, was so dieser teutonische Heavy Metal zu bieten hat. Ich liebe diese drei Scheiben einfach und ich habe die auch alle drei. Und ja, stilistisch geht es in eine sehr ähnliche Richtung, was Valdemar machen. Wenn ihr also X-Wild mögt, das ist halt ein Projekt, das sich komplett aus Running Wild Members zusammensetzt, nur eben ohne den Sänger. Und stattdessen haben sie halt diesen Frank Knight, der halt eben dem Ganzen seine eigene Note verleiht, durch seine wirklich raue, reibeisenartige Stimme, ja, kreischige Stimme, irgendwo zwischen Gravedigger, Accept und vielleicht noch Primal Fear in höheren Lagen und so, ja. So eine Mixtur ist das gesanglich. Und das Gleiche trifft auch hier auf Valdemar zu, kann ich euch schon mal voraussagen. Stimmlich. Dann haben wir hier noch einen weiteren Gitarristen und Keyboarder namens Pedro Monge. Pedro Monge ist auch bei Southern Skies tätig. Und hier übrigens der Sänger Carlos Escudero war bei einer Band namens Ruptura. Diese ganzen Bands, die hier genannt werden, kenne ich eigentlich nicht weiter. Dann haben wir hier noch einen Bassisten natürlich, Raul Serrano, einen Keyboarder namens Yonkol Terra, der noch bei Incursed und Orient Child aktiv ist und bei Under Silence aktiv war. Und am Schlagzeug haben wir erst seit 2017 dabei, also einen recht neuen Schlagzeuger, der nennt sich einfach nur Jandro und kommt ebenfalls von Orient Child. Was ist denn eigentlich Orient Child? Wollen wir jetzt mal ganz kurz mal hier, ne? Power Metal ist das sogar mit drei Alben. Na gucke mal, da müsste ich mir vielleicht mal ein kleines Liedchen anhören. So, jetzt kommen wir aber ein bisschen hier zur Optik. Also, Valdemar hatten immer schon ziemlich gute Cover-Artworks, soweit ich mich erinnere. Auch das auf dem letzten Album gefiel mir schon sehr gut. Hier haben wir dann nochmal ein sehr gut gezeichnetes Artwork, hat ein bisschen so einen unterkühlten, winterlichen Look von der Landschaftsgebung her. Wir haben hier irgendwie so einen bärtigen Krieger mit zwei Äxten und ein großes, flammendes V, was irreführend ist, denn wir haben es hier mit dem sechsten Studioalbum und nicht mit dem fünften Studioalbum der Band zu tun. Wäre das jetzt hier die fünfte Scheibe, dann würde ich ja verstehen, okay, gut, die haben ja jetzt ein großes V, weil fünftes Album. Nein, ist aber nicht so. Ist das sechste Studioalbum. Naja, gefällt mir aber gut, ist geil gezeichnet. Na, und ich mag ja sowieso dieses klassische Fantasy-Motiv ganz gerne. Hinten drauf haben wir den Guten dann nochmal von hinten gesehen, auch schön gezeichnet. Und die Titelangaben gut lesbar. Nur vielleicht hätte man es lieber weiß machen sollen mit schwarzen Umrandungen, wäre es noch ein bisschen besser lesbar. Leserlich gewesen. Ne? So, dann innen drinne das Booklet, da kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier das Labelprint, das zeigt einfach einen der Arme mit einer Axt und über diesem Feuer. Ja, also es ist eigentlich ein Ausschnitt des Covermotivs. Unter der CD, kriege ich sie jetzt raus? Ja, okay, wenn man sie erstmal einmal raus hatte, haben wir nochmal ein Motiv, so in bläulich gehalten. Da ist der gute Weihnachtsmann dann ganz schön böse, aber na gut. So, sorry, ich konnte mich jetzt nicht verkneifen, den Weihnachtsmann. Innen drin haben wir dann auch immer nette Motive. Auf der, unter, nicht auf, unter, auf wäre nicht günstig. Unter den Lyrics, die sind auch ganz gut lesbar. Ich hätte mir vielleicht die schwarze Outline gespart. Ich weiß es nicht. Aber dann sieht man vielleicht hier an dem weißen Bart wieder nichts. Ne? Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber gut, und hier haben wir halt immer ein Foto eines der Members. Und das zieht sich dann hier so weiter. Lyric mit Bild, Memberfoto, nächste Seite. Lyrics mit Bild, Memberfoto, nächste Seite ist das Mittelteil. Gruppenfoto, dann nächste Seite, wie eben gerade schon. Lyrics mit Bild und nochmal Lyrics mit Gruppenfoto diesmal, um ein bisschen Platz zu sparen natürlich. Ne? Ja, das haben wir dann hier auch gleich nochmal. Und abschließend glaube ich glaube, da kommt jetzt nur noch eines. Ja, haben wir nochmal ein paar Lyrics und ein paar. Ja, Danksagungen und so, ne, so ein paar. Und hier hinten drauf die Albuminfos selbst. Ja, schick gemacht, konnte man sich beim Anhören gut nebenbei angucken und so. Man hat immer ein bisschen was, wo das Auge drauf liegt. Das ist immer besser als einfach nur weiß mit schwarzer Schrift zum Beispiel. Ja, gut. Ich mag das, ich finde es immer gut, wenn die Band ja, jemanden anheuert, der dann halt eben sich da Gedanken über Design macht, Bilder für zeichnet oder kauft. Gezeichnete Bilder. Man kann die, glaube ich, auch irgendwie die Rechte dann für Bilder kaufen einfach oder so.
Und ja, ich mag übrigens auch das Logo. Simpel, aber effektiv. Es ist auch immer dasselbe Logo, soweit ich mich erinnere. Und ja, der arme kaputte Walter musste durch den Regen spazieren gehen. Das ist aber auch anstrengend, ne? Stell ich mich so an. Musste ich auch durch. So, gut, dann kommen wir jetzt zur Essenz, nämlich zu den Songs Track by Track. Das Ganze beginnt mit Death to the Wizard und dazu findet ihr unten in der Infobox dann auch einen Link zu einem Musikvideo. Da könnt ihr euch das dann auch gleich mal angucken, wie die Jungs aussehen und wie die so abgehen und den Song auch hören. Und der ist auch ziemlich gut. Wobei ich meiner Meinung nach ja, sagen muss, es ist nicht das Highlight des Albums, aber es ist ein guter Song. Beginnt halt stampfend, schwer, geht's rein mit so ein bisschen monotoner gehaltenem Riffing, das aber schnell mit gezupfter Melodie fortgesetzt wird und dann auch melodischer wird. Wir haben hier ein eher rockiges Mittempo von der Geschwindigkeit her. In den Strophen geht es wieder zurück in diese schwereren Riffs dann. Und das ist aber nur zur Untermalung der Strophen natürlich. Wir haben einen schönen, mehrstimmigen, strophenartigen Refrain. Leider allerdings geht die Titelnennung so ein bisschen unter, finde ich. Und vor allem die mehrstimmigen Parts, ja, die haben schon mal mit der Titelnennung gar nichts zu tun. Ja, aber es funktioniert halt gut, es ist eingängig, es ist halt dieses teutonische. Ja, wenn ihr die Bands kennt, die ich bisher zum Vergleich herangezogen habe, dann wisst ihr, was ich meine. Ne? Insgesamt hat der Song in diesem Fall sogar, und das ist der große rettende Pluspunkt für mich bei diesem Song, er hat so ein bisschen eine leichte Manowar-Grundstimmung, finde ich. In den Strophen vor allem kommt das so ein bisschen rüber, finde ich. Er hat auch einen coolen Mittelpart mit einem Keyboard-Solo, dem folgt noch ein Gitarren-Solo, das fand ich auch ganz gut. Und es endet dann klassisch mit dem Refrain. Ne? Metal-Songs enden ja dann immer ganz am Schluss, kommt nochmal der Refrain, dann vielleicht noch ein, zwei Mal das Riff und dann Boom, Ende. Ne? Das ist ja so Tradition vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt schon zum zweiten Song, My Spirit. Er hat so einen Fade-In-Einblend-Sound und es geht dann rein mit einem hymnisch gehaltenen Riff. Das hat fast so ein bisschen Sabaton-Hauch, allerdings ohne den Cheesiness-Faktor, weil es halt einfach auf traditionell, also stilistisch auf traditionell Heavy Metal gespielt ist. Man stelle sich vor, eine traditionelle Heavy Metal Band aus den 80ern, ja, covert jetzt einen Sabaton-Song in ihrem Stil. Meinetwegen Grave Digger oder so. Keine Ahnung. Ihr müsst euch das mal anhören, auf jeden Fall. Da wisst ihr, was ich meine. Das geht dann auf jeden Fall weiter mit rockig, galoppierendem Tempo so ein bisschen. Die Stimme des Sängers, wie gesagt, erinnert mich dann hier auch ganz besonders stark an X-Wiles Frank Knight. Mit so ein bisschen dem aktuellen Accept-Sänger Mark Tornillo. Auch damit kann man das gut vergleichen, stimmlich. Der Refrain ist melodisch und strophenartig. Wieder ohne Titelnennung in dem Fall. Komplett, dieses Mal glaube ich sogar, soweit ich mich jetzt gerade erinnere. Es gibt aber einzelne, mehrstimmige Rise-Rufe immer, was da natürlich schon wieder ein bisschen mitreißt. Ne? Mittig haben wir ein schön melodisch geratenes Solo und es endet mit Refrain und Wiederholung des Startriffs. Also wieder. Ne? So. Dann kommen wir zum nächsten Stück, das ist Nummer 3, Afterlife. Hierzu findet ihr ein Audio-Video, also ihr werdet einfach nur den Song hören mit einem Bild dazu, wenn man so will. Hat einen hymnischen Einstieg mit einer schönen Gitarrenmelodie, finde ich. Und dann geht es voll rein. Also Vollspeed, ja, zur selben Melodie, also die Melodie an sich hält sich, aber es wird halt eben mit schnellem Double Bass dann unterlegt. Die Strophen und der Refrain sitzen in diesem Fall wirklich sehr gut. Der Refrain selbst ist endlich auch mal mit deutlicher Titelnennung. Und von den Refrains insgesamt her, also wie das denn so klingt, diese mehrstimmigen Einlagen, ja, ganz klar, da kommt halt der Accept-Einfluss. Ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Und der Mittelteil, der hat dann so eine kleine Strophenbridge und so ein fast neoklassisch gehaltenes Gitarrensolo. Ja, dieses Gitarrengott-Zeugs, ja. Das kann ich manchmal ganz gut haben, wenn man es nicht übertreibt. Und Waldemar übertreiben es hier nicht, finde ich. Dann gibt es nochmal den Refrain und ganz am Ende sogar so kurz so ein Wow-Wow-Chöre, was ich ja sehr mag. Untermalt zu sehr hoher Geschwindigkeit instrumental gesehen. Und am Ende gibt es noch einen Knall und dann ist das Ding zu Ende. Ja. Also. Geiler Song. Aber ihr könnt ihn ja auch anhören. Ihr findet ja unten einen Link dazu zu Afterlife. Dann kommen wir zum Titeltrack. Straight to Hell ist Nummer 4. Hier haben wir erstmal nur Drums als Intro. Dann geht es schwer stampfend rein. Wir haben einen schleppend groovigen Mittempo-Titel mit einem richtig klassisch traditionellen Heavy-Metal-Riff. Oh Gott, der sägt da hinten den Schwarzwald weg, oder? Geil. So, also traditionelles Riff schön, ja, also das ist wirklich sehr, ja,
Gravedigger-mäßig, so eine Gravedigger-Stampfhymne oder so, ja. Es hält sich so auch in den Strophen rein, die dann sehr heroisch vorgetragen rüberkommen, finde ich. Entsprechend haben wir auch einen gelungenen, simplen, aber eben genau daher eingängigen Refrain. Also mit Titelnennung natürlich. Ich kann so nicht arbeiten. Da geht das Auge auf. Oh Gott. Mittig bei Straight to Hell haben wir eine kleine Strophenbridge als Überleitung zu einem schön melodischen Gitarrensolo, das mir gut gefallen hat. Und dann kommt nochmal der Refrain bis Ende. Und ja, wir haben eigentlich mit Straight to Hell, dem Titeltrack, einen simpel stampfenden Faustreck-Song. Ne? Vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich irgendwann mal und sehe mal live. Wobei ich müsste eigentlich mal prüfen, wie viele Alben von diesen jetzt existierenden 6 Alben ich überhaupt habe. Das weiß ich im Kopf gar nicht. Na, weil ich befasse mich halt eben nicht so sehr mit den digitalen Zeugs. Ich bin ja Sammler. Nächster Song ist Nummer 5, Damnations Here. Steigt wieder eher hymnisch und melodisch ein. Und geht dann aber wirklich wieder in die Vollen. Wir haben hier also wieder einen speedigen Titel mit sattem Double Bass. Auch in den Strophen angenehm schnell gehalten alles. Der Refrain sitzt gut. Hat auch Titelnennung, Damnations Here halt, ne? Hätte aber besser This is the End of Time heißen sollen, denn ja, This is the End of Time wird halt öfter gesungen und immer wieder wiederholt im Gegensatz zu Damnations Here. Ja, aber das ist schon in Ordnung. So. Das Solo ist natürlich dann dem hohen Tempo angemessen, natürlich, ne? Also auch schneller gespielt. Bleibt aber dennoch trotz der Geschwindigkeit recht melodisch, finde ich. Plus einem Keyboard-Solo, das ist natürlich Geschmackssache, da steht vielleicht jetzt nicht jeder unbedingt so sehr drauf. Aber das kann man auch mal haben, wenn man es nicht übertreibt. Ja. Und es endet dann natürlich wieder auf dem Refrain. Weiter! So, dann kommen wir zu Stück Nummer 6. Hör auf zu sägen! Stück Nummer 6 ist der Titel Fear und für mich auch eins der Highlights des Albums. Beginnt mit einem düsteren Intro, mit so einer dämonischen Stimme, die Fear sagt, ja. Dann geht's schwer stampfend, traditionellen Heavy-Metal-stilistisch rein. Schön teutonisch, leicht hymnisch gemacht. In den Strophen nur Bass, Drums und Keyboard zur rauen Stimme. Das kommt sehr geil, finde ich. In der ersten Strophe ist das so. Später dann mit fetzigen Riffs untermalt. Klingt in dem Fall fast, als gäbe es einen zweiten Sänger, einen Gastsänger oder so, der cleane Passagen singt. Ich kann ja mal kurz gucken, ob hier irgendwas... Huch, wo habe ich jetzt hingeklickt, ich Idiot? Och Mensch, was machst du denn da? Mensch, Tommy. So, jetzt nochmal. Jetzt muss ich aufs Album klicken, genau. Und da kann ich das dann genauer sehen. Line-up, complete line-up. Wir haben nur... Ach was, es gab sogar einen Gast-Keyboarder, der dann eben gerade dieses Keyboard-Solo bei Damnations hier spielte. Das habe ich mir mal gar nicht gewusst. Das muss ich da überlesen haben. Diego Zapatero ist der Gute und der kommt von Melodius Deite. Wie spricht man das denn aus? D-E-I-T-E. Deet. Und Mercury Rex kenne ich beide überhaupt nicht. Und der war bei Iron Spawn, Lost in Thought und Rex Requiem. Kenne ich auch alle nicht. Ich glaube, ich und Ahnung von Musik. Ich kenne die ganzen Bands ja alle nicht, die es da draußen alle gibt. Wahrscheinlich sagen alle, ja Mensch, Iron Spawn kennst du nicht, Mann. Was bist du denn für ein Metal-Fan? Okay, also kommen wir zurück zu Fear. Also, wir haben dann auch, also es klingt hier wirklich teilweise so, als würde er auch ganz gerne mal ganz clean singen und das kommt auch gut. Wir haben einen sehr schönen melodischen, strophenartigen Refrain bei Fear, zum Glück mit catchy Titelnennung, also der Part, wo halt eben, ja, die wiederholen halt mehrmals Face Your Biggest Fear. Ja, und das ist dann eingängig genug, dass es dich, dass, ach ja, Fear heißt der Song, und dass du dann auch so ein Part hast, den du immer mitsingst. Nach dem zweiten Refrain gibt es einen Tempoanstieg zum Gitarrensolo hin, das dann wieder eher flitzefingerartig umgesetzt ist, also schnell gespielt wurde. Und das Ganze endet dann mit dem Refrain und ist, ja, erneut ein toller Fausttrack-Stampfer, ähnlich wie der Titeltrack. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen geiler als der Titeltrack, finde ich jetzt persönlich, ja. Walter, muss ich hier was an Döds schmeißen? Habe ich hier was ich schmeißen kann? Was Weiches oder so? Nee, es macht alles Aua, das kann ich alles nicht werfen. Ich würde zu gerne die Kamera da jetzt mal hindrehen, ne? Vielleicht mache ich ganz am Schluss mal kurz.
Willkommen zu Stück Nummer 7, Hell is on Fire. Und auch dazu findet ihr einen Link unten zu einem Audio-Video. Das ist nämlich auch eine der Single-Auskopplungen, soweit ich weiß. Es geht rein mit rockigerem Mittempo. Wir haben ein schönes Riff mit einer guten Melodie und direkt ein kleines Solo drauf gespielt noch. Die Strophen sind dann eher mit so gezupfter gemachten Riffs oder so abgestopptes, oder wie sagt man, ja. Wir haben einen schönen eingängigen Refrain, der dennoch leicht strophenartig daherkommt, und natürlich fehlen auch hier das melodische Solo und der Abschlussrefrain, nicht? Also Hell is on Fire ist ein schöner, griffiger und eingängiger Titel, kann man sagen. Dann kommen wir zu Stück Nummer 8, das ist Black Mamba, und ich glaube, Black Mamba ist irgendwie, was war das nochmal, ist das nicht irgendwie ein Bonustrack oder so? Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, da stand irgendwas in dem Infosheet, das wir ja bekommen, wenn wir schriftlich rezensieren. Da kriegen wir dann so eine PDF, und da stand, glaube ich, irgendwas im Bonustrack. Und ich habe dann deswegen auch gedacht, wenn das ein Bonustrack ist, vielleicht gibt es dann ja wieder etliche Editionen. Ich habe dann aber keine anderen Editionen gefunden. Das war ein bisschen verwirrend, aber naja, gut. Black Mamba hat einen recht direkten Einstieg, also sofort los, ja. Mit diesmal wieder schwereren, etwas simplereren Riffs, sag ich mal. Simplerereren. Oh Gott, ey. Tempo ist treibend rockig, nicht ganz Speed. Das hält sich auch vom Tempo her so in den Strophen. Der Refrain geht diesmal in Ordnung, hat auch Titelnennung, ja, ist aber jetzt dennoch nicht ganz so mitreißend wie einige andere Refrains hier. Das Solo in der Mitte ist sehr gut gespielt und auch wieder eher schnell. Das passt aber gut zur Nummer, finde ich. Und es endet wie immer auf dem Refrain. Ganz am Ende hört man so ein bisschen Schlangen zischen. Das ist der Black Mamba so. Da muss natürlich dann auch die konnte dann nicht ihre Klappe halten. Ne? So, gut, dann kommen wir zu Stück Nummer 9, dem vorletzten Titel, When It's All Over. Das beginnt erstmal fast balladesk, so hymnisch balladesk, sag ich mal. Dann steigert sich das regelrecht in einen epischen Bereich mit einer tollen, schleppenden Melodie, ja. Und das Stück hält sich dann im hymnisch schleppenden Stil auch durch die Strophe, inklusive des Refrains. Der Refrain selbst ist dann wieder eher strophenartig, mit mehr Text versorgt, ja. Leider allerdings diesmal wieder ohne Titelnennung. Dieses When It's All Over ist dann irgendwie an mir vorbeigegangen. Mittig haben wir diesmal ein wieder melodischer, ja, statt schnell gehaltenes Solo, und das gefiel mir natürlich direkt auch wieder besser. Ich mag es lieber, wenn dann wirklich eine Melodie im Solo zu hören ist. Es gibt auch einige Songs, wenn du die oft genug gehört hast, dann kannst du sogar das Solo mitsummen oder mitpfeifen, je nach Belieben, ne? Und das finde ich immer geil, wenn eine Band das schafft, ein Solo so geil zu spielen. Das ist nicht so, oh, ich bin jetzt hier der Technikgott, ist, dass du es mitpfeifen kannst, das finde ich immer gut. Ja, es sollte natürlich auch nicht zu simpel sein für ein Solo, aber es gibt halt so ein paar gewisse Songs, die ich da jetzt dann kenne. Und das könnte, wenn ich das jetzt ein paar Mal höre, vielleicht eins von diesen Solos sein mal irgendwann. Weiß man natürlich nicht. Ne? When It's All Over endet erneut am Schluss mit dem Refrain. Mit Titelnennung wäre es geiler gewesen, finde ich. Ich weiß, ich bin bekloppt, ja, aber ja, ich bin halt bekloppt. So, dann kommen wir zum Rausschmeißer Old Kings Visions 4. Und die Old Kings Vision Songs, ja, es ist der vierte Teil, die haben immer so auf den, ich weiß nicht, ob das jetzt konstant auf den letzten davor existierenden drei Alben oder schon vorher immer hier und da mal war mit den Old Kings Vision Songs, aber das waren immer eher epischere Nummern, kann ich da sagen. Und ich meine auch, das war irgendwie hier in dem Fall, Moment, ich schau mal eben kurz, der längste des Albums, wo hab ich das denn hier überhaupt? Ach, da. Ich meine, das war die längste Nummer des Albums mit... Nee, die vorletzte. Es ist nicht so lang wie 4. Na, gucke mal. Okay, gut. Boah, da habe ich mich aber ganz schön geirrt. Aber es kam mir halt länger vor, weil es passiert einiges in diesem Song. Es beginnt mit einem wirbelnden Drum-Intro. Dann geht es rein in den Song. Wir haben einen rockenden Drive. Kein Speed. Melodisches Gitarrenriff. Dazu dezente Wow-Wow-Wow-Gesänge, was ich ja sowieso immer gerne mag. Und die singen praktisch die Gitarrenmelodie mit. Und das kommt sehr gut, finde ich. In Strophe 1 haben wir erstmal kurz einen Part lang komplett ohne Drums. Das erzeugt eine schöne Stimmung, finde ich. Im weiteren Verlauf kommt dann Double Bass dazu. Aber ich finde es immer geil, wenn man einfach mal einen Part der Strophe oder sogar eine ganze Strophe einfach nur auf Riff und Bass die Strophe singt. Und dann geht's mit den Drums richtig. Und dann reißt es nochmal so richtig mit. Ja, es ist so, wie wenn du auf einer Achterbahn langsam nach oben fährst, über den höchsten Hummel, ne? Und dann geht's plötzlich, juhu, ja, diese Wirkung hat das, finde ich, so ein bisschen. War das ein guter Vergleich? Ich habe keine Ahnung. Das ist das Einzige, was mir dazu jetzt einfiel. Zum Refrain hin wird es dann schneller. Der Refrain selbst hat erneut schön mehrstimmig melodische Umsetzung. Ist auch wieder strophenartig. Das hat also ein bisschen mehr Text. Aber
Das ist aber, glaube ich, bei allen Old Kings Vision Songs so. Keine wirkliche Titeländerung. Da wird niemals gesungen Old Kings Visions oder so, ja. Aber das ist halt so eine Hymne für sich, die, ja, naja, gut. Die Oh-Wow-Passage, ja, mit auf diesem Riff drauf, das wiederholt sich dann nochmal und das entschädigt dann für den Refrain. Und na, also man hat doch was mit Mitsingen auf diese Weise halt, ohne dass man groß viel lernen muss, viel Text lernen muss. Und nach dem zweiten Refrain gibt es ein etwas dudeligeres Solo, das aber dennoch gut sitzt und mit Keyboard-Solos im Wechsel stattfindet. Ah, das ist irgendwie ganz interessant, wenn man das dann mag. Danach folgt eine kurze hymnische Einlage, bevor es zum letzten Refrain geht, der diesmal ja nochmal im Grunde der gleiche Refrain ist wie immer, nur eben diesmal im Mittempo. Und dann kann man halt mal hören, wie es denn wirken würde, ja, wenn der gleiche Refrain Mittempo rüberkommt. Das haben wir auch ganz, jetzt schweife ich ein bisschen zu einer anderen Band mal kurz ab, das haben mal ganz interessant Majesty umgesetzt. Die haben einen Song auf ihrem Album Hell Forces, der heißt Guardians of the Dragon Grail. Das ist eine ganz schnelle hymnische Nummer. Und es gibt eine Special Edition oder eine EP, wo Guardians of, ich glaube, es ist eine EP, wo Guardians of the Dragon Grail drauf ist in der Piano-Balladen-Version. Und die finde ich fast geiler und hymnischer und epischer als das schnelle Original, was ich natürlich auch geil finde. Ist auch ein richtiger Ohrwurm, das Ding. Ja. Aber ja. Und das ist immer ganz interessant, das mal zu hören, wie es in einem anderen Tempo, der gleiche Song oder der Refrain, wie jetzt in diesem Fall mal kurz, klingen würde. Und das kommt hier auch ganz gut rüber. Ne? So, also, Valdemar Straight to Hell hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Die werde ich mit Sicherheit dieses Jahr, das ist ja noch so lang das Jahr, da habe ich ja noch viel Gelegenheit dazu. Ich habe ja auch nichts anderes mehr zu hören. Ich habe mir 19 jetzt bestellt. Heute, gestern. Ich kann es halt nicht lassen. Ne? Ich bin gespannt, ob ich es dieses Jahr schaffe mit den Reviews alle. Ernsthaft, dieses Album werde ich in nächster Zeit, ja natürlich auch nächstes Jahr dann, ne? Ich höre ja nicht auf, wenn das Jahr zu Ende ist, CDs zu hören, die ich über das Jahr hinweg gekauft habe. Aber die werde ich oft noch hören, da bin ich mir sicher. Ich werde wohl auch zwei, drei Songs, die sich so ein bisschen rauskristallisieren, dann auch mal fürs Auto mit reinmachen, in diesen Automix, den ich immer für meine Süße mache, denke ich mal. Und die werden dann mir ins Blut übergehen, die Nummern, die ich da auswähle. Aber auch der Rest des Albums wird natürlich. Also es ist wirklich ein eingängiges Ding, kann man nicht anders sagen. Ja, das Einzige, was ich wirklich bin, wenn ich jetzt unbedingt was kritisieren, auch der Sound gefällt mir sehr gut. Kann mithalten mit aktueller Grave Digger zum Beispiel. Kommt übrigens auch noch ein Review, keine Sorge. Was war das denn? Ich habe ja jetzt hier ein Fenster, da ging gerade irgendwas Buntes vorbei, keine Ahnung. What the fuck? Sind da die Clownsperücke auf oder was? Was war das denn jetzt? Egal. jetzt bin ich raus. Wenn ihr sowas mögt wie Grave Digger, Accept und Co., ja, Running Wild Einflüsse sind hier auch drin und so, ja, dann riskiert man nur. Und wenn ich jetzt hier irgendwas meckern soll, unbedingt, ja, der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen kann, ist, dass nicht jeder Song auch einen Ohrwurm-Refrain zum Faustrecken und Mitbrüllen hat. Ja, die Refrains sind da. Immer. Ja, aber. Mir fehlt dann die Titelnennung. Es ist ein ganz persönliches Ding bei mir, aber ich habe da einen Spleen, das ist bei mir so, ja. Und da bin ich auch pingelig, aber naja, jeder hat ja so seine Macken. Das muss ja euch nicht tangieren. Ihr könnt euch dann ja euer eigenes Bild machen. Ihr habt ja ein paar Audio-Beispiele. Und ihr hattet jetzt ein ganzes Video im Sägewerk bei Slane, ne? Du bist ja einer, du. Der schnarcht da mit dem offenen Auge. Er schnarcht endhaft mit offenen Augen. Ah, jetzt bin ich das Chaos. Ja, ich bin hier noch am Rumräumen immer noch. Na komm. Warum geht er denn nicht mehr rauf jetzt, Mensch? So. Eingeknüllt. Ich habe hier dieses Gliederkrallenstativ. Ach, egal. Aus 1000 Teilen bestehend. So, gut, egal. Ja, vielleicht konnte ich hier mal ein oder anderen Jahr mit Welten mal was Neues nahelegen. Das würde mich natürlich freuen. Vielleicht sagt ihr auch, mein Gott, was für eine Scheiße du dir immer anhörst, ne? Ist dann halt so. Die Augen sind immer noch offen. Du mobbst mich, ne? Das Mobbing, weißt du, ne? Das macht man nicht. Wiedel, 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 wiedel. Der Hund hat echt einen Schaden, Alter.
Na gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, farewell.